Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft Season 2, Folge 2. Und ich sehe, ich habe noch den Pause-Bildschirm eingeblendet. Das ist natürlich schlecht. So, jetzt ist er weg. Wir haben in der letzten Folge schon mal hier ein bisschen unten was gegraben. Denn wir sind natürlich auf der Suche nach Rohstoffen. Ne? Weil ohne Rohstoffe ist das Leben schwer. Auch für so einen Minecraft-Typi. Achso, was ja Leute auch immer ganz gerne fragen, was ich für einen Minecraft-Skin habe. Ich habe so einen Typi als Skin. Habt ihr jetzt gesehen? Braucht ihr also nicht mehr fragen. Dass Simi nicht lachen muss dabei. Wobei, ich muss mir immer das Lachen verkneifen. Ich bin ein Profi. Ich habe meine Gefühle im Griff. Das ist immer so ein Satz, war, mit dem voll viele sagen. Können wir ja vielleicht mal so ein bisschen drüber reden. Und viele. Ey, sag mal, die. Ich finde das übelst geil, dass das jetzt hier so ein bisschen blau mit drin hat. Das hat mir immer gefehlt. So diese. Jede Flamme hat ja quasi so einen Blaustich mit drin. Cool. Ja, das ist das Schöne auch am Live irgendwas aufnehmen, dass ich so Huster und so nicht rausschneiden kann. Also. Viel Spaß an den Hustern. Huch. Ich glaube, die Sonne ist gerade aufgegangen, denn wir hatten hier in der Höhle auch so einen Sonnenaufgang. Ja, viele Leute sagen ja immer, ja, ich habe meine Gefühle im Griff. Ich bin der Meinung, nee. Denn ich glaube nicht, dass man wirklich seine Gefühle im Griff haben kann. Ich glaube, dass man ein bisschen was unterdrücken kann, aber ich glaube nicht, dass man wirklich, also es gibt meiner Meinung nach keinen einzigen Menschen, und ich habe auch noch nie einen kennengelernt, der quasi seine Gefühle komplett im Griff hat und komplett die Kontrolle über das, was er so fühlt. Entschuldigung, meine Stimme kackt gerade ein bisschen ab. Aber es sind ja immer so, es gibt ja so Leute, war, die auch nach außen hin einen total harten machen. Ich glaube, die meisten Leute, die nach außen so einen extrem harten machen, machen das natürlich auch aufgrund ihrer Umgebung, ne, wenn du quasi in so einem, ja, ich will es jetzt nicht Freundeskreis nennen, aber in so einem Bekanntenkreis bist, wo alle total die Schläger sind und so, dann ist es natürlich schlecht für dich, wenn du da Schwäche zeigst. Obwohl Schwäche zeigen natürlich menschlich ist und auch nicht verkehrt. Jeder Mensch, hat seine Schwächen, jeder Mensch hat seine Stärken. Und, aber naja, ne, in manchen Kreisen ist das ja so verpönt. Du bist ja voll die Pussy, Alter. Ne? Aber naja. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen, wenn man ein bisschen älter wird, wenn man ein bisschen mehr im Leben erlebt hat. Dann ist es so, dass man, ich glaube, also ich. Ich bin echt der festen Überzeugung, dass man dann Gefühle eher zulässt. Also es ist heutzutage ist es eher so, dass... Was ist das denn? Andi sieht. Ach stimmt, hier gab es ja auch so ganz neues Zeug. Also für mich neues Zeug. Also ja, was ich sagen wollte, heutzutage ist es halt auch so, dass ich bei manchen Filmen oder bei manchen Sachen, die im Fernsehen kommen, ja, da merke ich dann schon, ich bin dann nicht am Heulen oder so, aber ich merke dann schon, wie vielleicht mal so die Feuchtigkeit ins Auge steigt. Und gerade bei so Sachen mit Familientragödien oder so, aufgrund dessen ich natürlich auch meine Vorgeschichte habe mit meinem Vater. Ich glaube, der eine oder andere weiß das von euch, aufgrund dessen, dass ich es halt auch mal erzählt habe, glaube ich. Und das merkt man dann schon und das kam bei mir aber auch erst, als ich ein bisschen älter war. Aber was schreibt ihr denn so? Im Gefühle unterdrücken bin ich echt der Profi, aber ich mache nie einen Eifahrt. Ein Aufhart natürlich. Kannst du mal wieder zum Schluss sagen, das war's mit dem, was mit der heutigen Folge. Bis dann, ich bin und bleib auch dann noch euer Semi. Ja, das kriegen wir mal hin, Jonas, wenn ich nochmal dran denke. Wenn ich dran denke, und dann fällt mir gerade ein, ich habe total vergessen, hier die Uhr zu starten. Wie lange machen wir das jetzt schon? Ich sag mal 5 Minuten wahrscheinlich. Also machen wir noch 10 Minuten und dann machen wir Schluss. Wusstest du, dass auf YouTube mein Video gesehen und in einem Video erwähnt hat? Was? Wusstest du, dass du auf YouTube mein Video gesehen und es in einem Video erwähnt hast? Was war denn das für ein Video? Wo ein Haus gebrannt hat? War das das?
Mir ging der Tod von Marshalls Vater in How I Met Your Mother nah. Absolut, da sagst du was. Ich habe auch gerade überlegt, was das so für Sachen waren, die ich angeguckt habe. Ah, das war auch eine krasse Sache. Das war echt eine krasse Sache. Vor allen Dingen, weil es so... Es kam so unerwartet, ne? Das ist im Endeffekt... Kann ich euch erzählen. Also bei mir ist ja vor kurzem quasi... Was heißt quasi? Meine Oma ist jetzt vor kurzem gestorben. Ist jetzt nicht so, dass wir da den riesigen Kontakt hatten oder so. Aber ist halt doch irgendwie Familie. Selbst wenn ich die jahrelang nicht gesehen habe. Aus Gründen, die ich jetzt nicht so benennen möchte. Aber das sind so Sachen, ich glaube, man muss auch erst bestimmte Sachen selber erlebt haben, um da so richtig mitfühlen zu können. Ne? Und immer wenn ich sehe, wenn irgendwie, das war letztens, das war total krass. Da habe ich im Internet ein bisschen rumgetippt und so, ne, auf YouTube, mal ein bisschen geguckt, so, was machen denn alle? Und da habe ich bei einem gesehen, der hat so quasi ein Abonnenten-Special gemacht und hat da so coole Kommentare vorgelesen, die er bekommt. Und da haben halt Leute auch geschrieben, so, ja, ich habe eine schwere Zeit durchgemacht und ich war im Krankenhaus, weil ich Krebs hatte und in der Zeit konnte ich nichts machen. Quasi alles stand auf der Kippe, ob ich das überhaupt überstehe und. Und das Einzige, was mir Hoffnung gegeben haben, waren deine YouTube-Videos, die mir gezeigt haben, man kann, egal was im Leben passiert, man kann trotzdem immer noch lächeln über manche Sachen, man kann trotzdem immer noch coole Sachen machen und coole Sachen erleben. Und in der schweren Zeit hast du mir quasi ja immer noch ein Lächeln auf die Lippen gezaubert und so, und dafür danke ich dir. Und das war so ein Ding, ich weiß nicht warum, aber das ist mir sofort quasi in die Augen gestiegen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Mensch, der da sitzt und weint oder so. Aber das hast du schon gemerkt, ne? Wenn du dann so selber so ein bisschen erstmal durchatmen musst. Aber ich glaube, sowas verstehst du erst, wenn du halt sowas, wie gesagt, auch hautnah mal erlebt hast. Turmsprengung. Ah, die Turmsprengung. Genau, da kann ich mich noch dran erinnern. Da kann ich mich noch dran erinnern. So. Und der Tod von Adam Sandler in Click. Click. Sagt mir jetzt gar nichts. Ist aber auch das Problem, weil ich bin nicht so der Filme-Gucker. Wenn ich mir Filme angucke, dann kennst mich ja. Ich guck mir dann meistens Filme einfach nur an, die so kurzweil sind. Also irgendwie ein Actionfilm oder so, weil ich weiß nicht warum, ich hab da einfach nicht mehr den Nerv dafür, da ewig zu sitzen und mir da so einen schweren Brocken reinzuziehen. Das ist ja immer das Coole. Als Kumpels damals mit mir Herr der Ringe geguckt haben und so. Ich meine, ich habe mir alle drei Teile angeguckt. Sogar in einer Kinoaufführung, wo alle drei hintereinander kamen. Boah, nie wieder. Aber das Ding war einfach, du hättest mich danach fragen können, um was in dem Film ging. So richtig, weiß ich nicht. So ein Ring und da waren so ein paar Zwerge, die haben den weggeschafft und dann waren da ein paar andere und Drachen und so. Da war schon cool. Weißt du? Mir geht's in Filmen immer mehr so um das, was da passiert. Aber wir schweifen vom eigentlichen Thema ab. Der Film, wo die Fernbedienung... Ach, wo er die Fernbedienung... Ach du Scheiß, ja, doch, wesig. Oh ja. Das ist auch so ein Ding. Oh ja, vor allen Dingen die eine Szene mit der Joggerin, das ging mir auch sehr nah. Zwinker, zwinker. Ich habe eigentlich auch schon zu viel für mein Alter miterlebt, aber naja, muss man mit leben. Joa, ist auch so. So. Eigentlich könnten wir das hier so lassen, also jetzt nicht so wie es ist, sondern wir könnten quasi hier wirklich so wie so ein Bergwerk reinmachen. Was mich wundert, ist, dass wir hier noch auf gar nichts gestoßen sind. Weder Kohle noch irgendwas. Natürlich ein bisschen schlecht. Du Horst. Aha. Du kannst dich also auch nur an die Szene erinnern. Das war nur ein Test, Paddy. So. Fackel. So. Ich weiß ja nicht, wie oft ich in diesem Let's Play wieder so sagen werde. So.
zack, zack. Komm, bevor wir wieder den ganzen Tag hier drin verbringen, gehen wir nochmal raus. Wir müssen ja ein Feld an... Oh, oh, da sage ich was. Wir müssen ein Feld anlegen. Ach du Scheiße. Ach, das sind Bretter. Die Scheiße kann mal weg. Ein Feld anlegen. So. Pass mal auf hier. Eine Holz... Ja. Okay. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo Wasser in der Nähe haben. Ich glaube ja... bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben oder bevor wir das Ganze in Anführungszeichen Let's Play gestartet haben, haben wir ja gesehen, dass hier unten ein cooler kleiner Fluss ist. Hier haben wir direkt, direkt Kohle. Ach du Scheiße, aber wie kommen wir da runter? Nur hier vorne lang. So. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach hier so einen kleinen Garten an. Natürlich erinnere ich mich noch an sie. Zack, zack, sagst du öfters. Ja, sowieso. Zack ist ja auch das Wort des Jahres bei mir geworden. So, Blumen brauchen wir jetzt nicht. Aber was wir natürlich eigentlich brauchen, wären ein paar Samen. Könnten eigentlich auch mal ein paar weil ich zwei Sachen gleichzeitig sagen wollte. Ne, ein paar Schafe, die Wolle klauen zum Schlafen. Das wollte ich sagen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee und ich glaube, darum sollten wir uns direkt mal kümmern. Dann können wir nämlich die Nacht überspringen. Ich meine, ach komm, hier irgendwas über Minecraft erklären muss ich euch ja nun wirklich nicht. Ich meine, das Spiel kennt jeder. Selbst meine Mutter hat Minecraft auf dem Laptop und spielt da Kreativmodus, glaube ich, mit ihren 5 Frames oder was die da hat. Zack, zack, zack. So, 7. Passt doch. Zack, das Synchronisierungswort. Verrat nicht alle Tricks hier. So. Wie machen wir das? Und wir graben das jetzt hier einfach so. Das ist voll cool. Meine Maus, die leuchtet in allen möglichen Farben, wenn ich klicke. Und umso öfter ich klicke, umso heller werden die Farben. Voll cool. Willst du jetzt angeben? Zack. Zack, zack, zack. So, hier so ein ganz schlechtes Feld. Ach du Scheiße. Ah. So, jetzt gucken, dass wir noch nach Hause kommen. Ich habe auch hier beim OBS, falls da mal irgendwelche Probleme sein sollten mit, dass man mich irgendwie nicht hört, dass mitten in meinem Satz oder mitten im Wort irgendwas abgebrochen wird, bitte ich das noch zu entschuldigen, denn ich bin gerade am Ausprobieren mit der Rauschsperre. Da mein Mikrofon doch ein bisschen rauscht. Weil mein Mikrofon eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, hier am PC irgendwas zu machen. Zack. So. Aber ja, wie gesagt, dann schreibt das einfach in die Kommentare oder so und schreibt am besten, zu welcher Minute ihr da irgendwas mitbekommen habt. Und dann höre ich mir das an und gucke ich das da ein bisschen besser einzustellen noch. Eigentlich auch da rein. So, Holzhacke brauchen wir erstmal nicht. Jetzt müssen wir gucken. Ach, wir wollten doch die Schafe. Twitch hat mich rausgehauen. Das Birkenholz sieht geil aus. Ja, hast auch mal erzählt, dass sie da nur Hügel baut. Ja, also wir würden es nicht Häuser nennen, aber baut da aus, quasi aus Erde die ganze Zeit. Weiß nicht, ob sie mittlerweile mitbekommen hat. Ob sie überhaupt noch da was zu tun hat. Das war bloß das eine Mal, wo ich mal da war. Da hat sie mal so ein bisschen rumprobiert. Weiß nicht, ob sie da noch unterwegs ist. Lustig wär's, ja. Ey, deine Mutter ist doch bestimmt voll alt. Ja, und spielt trotzdem noch irgendwelche Scheißspiele. Ah ja.
Aber ich darf ja nicht Scheißspiel und Minecraft in einem Satz sagen. Da hatten wir ja letztes Mal hier ein paar Kandidaten, die da, oder denen da fast der Kragen geplatzt ist. Als ich gesagt habe, Minecraft ist meiner Meinung nach nicht das beste Spiel der Welt. Was übrigens immer noch meine Meinung ist, Minecraft ist ein lustiges Spiel, das macht Spaß. Aber es ist nicht das beste Spiel der Welt. Da gibt es ganz andere richtig coole Spiele. Ich kann euch ja mal erzählen, eigentlich wollte ich einen Podcast machen, aber kann ich ja hier schon mal ein bisschen erzählen. Denn wenn das hier auf YouTube läuft, läuft gerade wahrscheinlich auch der Podcast. Und zwar oder bin ich ja am Überlegen, was wir denn so als nächstes Let's Playen. Und habe da jetzt ein paar Spiele zur Auswahl. Also auf Nummer 1 von den Spielen, die auf jeden Fall früher oder später mal auf meinem Kanal laufen werden, steht nach wie vor Bioshock. Das würde ich ganz gerne machen. Aber mittlerweile, und das habe ich mir erst vor kurzem gegönnt, ich weiß gar nicht, ob gestern. Nee, eigentlich habe ich es mir davor schon gegönnt. Da habe ich auf Twitter geschrieben, habe gerade rausgefunden, dass Lieferzeit 5 bis 10 Minuten auch heißen kann, nicht verfügbar. Ne? Und zwar habe ich mir da Lords of the Fallen geholt. Sagt vielleicht dem einen oder anderen was, ist quasi auch so wie so ein Dark Souls. Bloß von einem deutschen Entwicklerstudio, gepublished von City Interactive. City Interactive natürlich bekannt für unheimlich tolle Spiele, aber das ist schon nicht schlecht. Ja, das steht auch auf meiner Liste und jetzt muss ich mich so ein bisschen zwischen den beiden entscheiden. Ja. Da weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ah nee, ich sollte ja irgendwas anderes sagen. Ah ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, dann schaut doch auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich bin und bleib auch dann noch euer Semi. Bis dahin, macht's gut. Ich hoffe, das war okay so. Ciao.